Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der. Wo sind wir hier? Siebeck. Mit dem Richie und dem Carbon. Hallo. Hallo. Ja, was? So, Richie, was soll ich jetzt mit ihm? Ja, ich hab für euch da ein Fuhrgross für euch eine Kühe. Ich weiß aber nicht, wohin damit. Jetzt müsstest du mal sagen. Direkt wohin. In den Stall rein. Kühe sind aber nicht da unten. Oh. Okay. Kühe die sind beim Richard. Ja, wir sind beim Richard. Wir sind da bei mir im Hof. Ach so, weil du gesagt hast, du kannst bei euch den Hof nicht aus. Kann ich bei euch da durchfahren? Natürlich. E-Werk angeklappt? Ja, sehr schön. Aber wo ist das groß von unten oder was? Oh, aufgesessen. Aufgesessen. Das sind Schäden. Ist nicht meins. Wunderbar. Verstehe, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was? Ich sehe nichts Snacks. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Ja, wunderbar. Das ist ja ein hochmoderner Schalter, der verteilt das Futter automatisch. Achso, dann brauche ich eigentlich gar nicht fahren, gell? Nö. Ich hoffe, dass da jetzt genug reingeht, weil ich habe noch ein bisschen was draußen auf der Wiese. Also hey, machen wir ein Häufchen. Was ist denn los mit dem Hype rund um Kettle Crops? Ist der weg? Wo wolltest du den Haufen haben, Werner? Oder soll ich ihn in eine Vorsiedel reinkippen? Ja, aber dann ist es Häckselgut, oder? Ich glaube, dann ist es Häckselgut. Stimmt. Machen wir es hier irgendwo. Wenn wir mit Futter hier anmischen, dann passt es schon. Passt, aber groß braucht sie zum Futter anmischen ja nicht, oder? Das ist richtig. Aber wir können es dann mit der Oder wir könnten es, warte mal, ja. Das schmeißen. Ja, da schmeißen wir es in den Siel ein, oder? Ja, genau, ja. Ich nehme gleich deinen ersten. Achso, das sind drei Siedler. Ja. Hast du irgendeinen speziellen Keilsieler oder Durchfahrsieler? Ja, ist mir eigentlich egal. Okay. Hype und Kettle und Crops? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ist nicht mehr so gerade im Fokus, oder? Nee. Ich meine es vielleicht, da keine Ahnung. Ne, der Meinung, es hat ein bisschen zu lange gedauert. Alles hat zu lange gedauert, viel zu lange. Das ist leider ein bisschen. Spiel ist sicher nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Habe ich momentan mehr auf Bock auf Gold Rush, muss ich sagen. Ja gut, okay. Gold Rush. Ja, also. Hast du überhaupt. Achso, du hast. Warte mal, wie war das? Du hast angefangen, Folgen zu machen? Ja, aber das ruckelt und leckt bei mir und ich weiß nicht warum. Nur immer? Ja. Hä? Keine Ahnung warum. Ich wirklich 5-6 Programme schon versucht aufzunehmen, immer das gleiche. Also ich muss schon sagen, persönlich bei mir gingen die FPS, sobald der Stream wirklich gut oben ist, ist ein Wahnsinn. Ja. Ich stream aber aktuell über die CPU. Wenn ich. Ja, ich müsste es nochmal über die Grafikkarten probieren. Streamst du über die Grafikkarten oder über die CPU? Ich habe beides versucht. Das oben aufnehmen habe ich eigentlich keine Probleme. Ja, du hast jetzt aber ein High-End-System. Carbon hat da schon 77 Folgen gemacht, glaube ich, oder sowas. Ja. Aber die ersten Folgen sind halt 2,5 Stunden oder so, oder Stunden lang, ne? Das sind ja keine 15 Minuten Folgen, die ersten Folgen, sondern nur die Livestreams quasi. Okay. Ich habe da stundenlang, ich habe da schon Stunden drauf auf dem Spiel, ich habe da schon mehr Stunden als wir im LS17, glaube ich, drauf. In kurzer Zeit, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Und macht noch wie vor dieses Förderband, ist der Wahnsinn, zum Beispiel. Und ADLC für 4,24 €. Das kann man nichts sagen. Das ist gut. War das Franken. Wie heißt das? Frankenstein, ja. Frankenstein. Ich glaube, du hast dir deinen Titel da verschrieben gehabt, kann das sein? Kann. Ist sicher unmöglich bei mir. Gibt's nicht. Da fehlt ein N. Genau. Wirklich? Ja. Ich habe 5 Minuten braucht und nach 5 Minuten habe ich aufgehört, dass ich dieses Thumbnail einfüge in den Livestream. Ja. Weil es nicht aktualisiert hat. Ich habe mich dann schon so geärgert, weil man denkt habe, ich will jetzt, es ist 4:08, ich würde jetzt gerne noch eine Dreiviertelstunde streamen, das geht nicht. Ich fullkaufe. Alles. Fast. Ich sage jetzt lieber nicht, was passiert ist. Ich will es aber wissen. Nein. Kannst du nachher anschauen. Hast du nicht aufgenommen? Nein, so schlimm nicht. Hä? Lustig, ja. Nur Lust? Ja. Ja. Alter Verwalter, das passiert da halt auch noch einmal im Leben. Hä? Ja? Jetzt würde ich es gern wissen. Na?
wird nichts gespoilert. Ah, das sehe ich dann in der Folge? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Alter Verwalter. Ganz schöner Stunt. Oh. Ja. Ich glaube, jetzt ist Match 1 Engine Gun. Das war aber ziemlich die gleiche Stelle. Aber du, bei mir fährst du noch. Hm? Tja. Die Straße geht weiter geradeaus, ja. Ja, es also geht. Ich traue jetzt nicht raus, tapp, aber wenn ich raus. Ich tapp jetzt raus. Ja. Giant Engine funktioniert nicht. Reagiert nicht. Welcome to. Ja. Der Carbon fährt und fährt und fährt. Ja, wo fährt er? Nee, warte mal, er fährt jetzt. Ah, jetzt hat er aufgehört zu fahren. War ja nicht so, als ob wir da aufnehmen hatten. Das Gute ist, dass wir es mit OS machen, sonst müssten wir jetzt schneiden. Mhm. Wahnsinn. Hast du auch das Stream Deck? Na sicher. Sehr gut. Beste Investition, glaube ich, vor allen Geräten, die ich habe. Ich habe gar nicht so viel, fällt mir gerade auf, aber trotzdem eine gute Investition. Du hast genug Geräte. Du hast ja schon kein USB-Port mehr frei. Deswegen habe ich mir überlegt, achso, es bringt mir eigentlich kein USB-Port, dass ich meine nächsten, ich brauche neue Tastatur und neue Maus in absehbarer Zeit. Zumindest, dass ich Kabel in den Ecker bringe, hätte ich gern Wireless. Bin nur am Überlegen. Von Logitech gibt es da neue, die relativ cool sind. Also, übrigens, ich synchronisiere, falls ich das nicht auf. Na, so, okay. Ah, ist schon fertig. Super. Tore. Nein. Jetzt gib mal 2 Liter Eiste weg. Genau. Woher hast du das jetzt gewusst? Aber nur Spekulation. Das stimmt. Ich bin gedacht, jetzt habe ich mal schauen müssen, dass ich mit dir ja keine Webcam irgendwo habe oder so. Gibt nur eine Art, wie man Eise trinken kann, und das ist in Literweise. Genau. Aber weil der Eis ja überhaupt nicht den Durst löscht. Nein. Das ist ja. Ah, da steht mehr Traktor. Ey, vergesst es eh nicht, euch eure Kühe zum Gießen, gell? Gießen? Die Kühe. Ja. Weil sonst produzieren sie nichts. Brauchen Wasserfass, glaube ich. Oh. Hammer. Nein, Hammer unten bei den Schafen. Ja, bin ich gleich da. Ja. Na, Goldrush macht mir sehr viel Spaß, ja. Aber Multiplayer geht immer noch nicht, ne? Mm-mm. Kommt auch nicht mehr in dem Teil. Multiplayer kommt erst im zweiten Teil, aber es ist angekündigt, dass den machen wollen. Im zweiten Multiplayer wäre halt obergeil. Alter, das war ja mega geil, ja. Alter Schwede. Aber klüger ist, finde ich persönlich, wenn sie einen geilen ersten Teil machen, wo es wirklich alles, die Standardfunktionen richtig gut hinkriegen. Und dann mit dem Wissen einen zweiten Teil machen. Ja, und da brauchen sie jetzt einen Schrott-Multiplayer hinkriegen. Ja. Weiß nicht. Das heißt, es wird Gold Rush 2 oder was? Ja, oder zumindest ein signifikantes Add-on oder so. Ein richtig heftiges Add-on. Werner, was hast denn du für Wetter momentan? Ich habe Sonne. Und? Ja. Und 17 Grad. Okay. Weil beim Carbon rings. Jetzt nimmer. Wo hat's kriegen? Nämlich das Wetter, ist das Wetter stimmungsabhängig? Ich hab keine Ahnung. Aber bei mir hat die Sonne gescheint, ganz normal. Ja. Und bei ihm hat es gehagelt. So. Du kannst ruhig Sonne gescheint sagen. Sonne gescheint. Nein. Ich weiß, beim Werner ist es das Dialekt ein Projekt. Ich weiß, also wir sind schon verschrien, also es hilft eh nichts. Na. Aber, ich weiß nicht, ob die Folge schon draußen ist, auf alle Fälle, der Ansgar hat auch diese Folgen geguckt, was wir hier zusammen aufgenommen haben. Ja. Er fand es sehr, wie soll ich sagen? Versteht kein Wort wahrscheinlich. Ja, also ich habe ihm dann erklären müssen, warum ich einigermaßen Hochdeutsch spreche und ihr zwei voll den Dialekt raushaut. Ja, aber das geht ja dann anders. Es ist ein Wahnsinn, wie es das du machst, keine Ahnung, antrainiert oder du sprichst ja nicht normal so. Nein. Das aber machst du das wirklich seit YouTube oder hast du das vorher schon? Ich kann dir ganz genau sagen, woher das kommt. Und es ist jetzt nicht irgendwie abwertend oder sonstiges. Aber es ist so, dass ich in einer Firma arbeite, wo sehr viele Ausländer arbeiten. So. Ja. Und die Ausländer sprechen nicht sehr viel Deutsch. Und wenn du jetzt mit dem Tiroler Kauderlisch daherkommst, wird keine Sau. Wirklich, niemand. Aber ich arbeite in einer Firma, wo wir täglich 20 ausländische LKW-Fahrer haben. Ja, aber da unterhältst du dich mit Händen und Füßen.
Also ich arbeite alles mit Ausländern und das ist ganz, ganz schwierig. Ja, deswegen, weil, sagen wir so, sie haben etwas Deutsch gelernt im Ausland, aber kein Dialektdeutsch, sondern normales Hochdeutsch. Okay. Wie viele Mitarbeiter sind in deiner Firma? 25. Okay. Das ist eh cool, ne? Das ist ja für YouTube cool, weil die echt viel verstehen, ne? Ja. Ja, eben. Ja, schlecht ist sicher, ne? Ich kenne zum Beispiel nicht. Vielleicht wird es Zeit, dass ich auch mal anfange, Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann ja mal beginnen damit. So schwer kann das nicht sein. Oh, hör auf, so, bitte. Abladen, Z, ich weiß. da fahre ich heute auf zu dir und leg dir nicht auf, dass er 3 Tage der Schell wird. Tja. Ein Versprechen. Ja. Aber es ist, ich erwische mich immer selber, wenn ich mit meiner Ernte helfe oder wenn die alle Leute da sind dann im Herbst. Du sprichst auf einmal auch ganz anders mit denen. Ja, das ist so, das ist einfach automatisch. Ich arbeite ja mit sehr vielen Geschäftspartnern in Deutschland, Italien, Frankreich und so weiter zusammen. Die verstehen dich nicht, wenn du auf Dialekt redest, das geht nicht. Ja. Das ist wieder das Gleiche, die haben in der Schule Hochdeutsch gelernt. Als Fremdsprache bei denen natürlich, ne? Mhm. Und da ist nicht mit Dialekt, ist da nichts. Aber gerade als Tiroler und Vorarlberger, das ist ja ganz schlimm, oder? Ja, ja. Also. Ich habe auch zum Ansgar gesagt, wenn ich jetzt im richtigen Dialekt spreche, dann wird Avina mich nicht verstehen. Ja. Deswegen habe ich am Anfang nicht gedacht, dass du Österreicher wärst. Also. Ja, ich öfter, ja. Also, ja. Wenn mich wer gefragt hätte, ich hätte sicher gesagt Deutscher. Also, das ist Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ja. Hey, hast du da hinten eine andere Ausfahrt angefunden, Werner? Was? Ja, wer ist da hinten? Wo bist du da rausgefahren? Das bin ich, oder? Achso. Ja. Hä? Da hinten gibt's eine Ausfahrt? Natürlich. Und jetzt das andere Geheimnis, wieso BurningGamers.de? Warum eigentlich? Weil die DE-Domain billiger ist wie die AT-Domain. Darum wäre es gar nicht so gegangen, aber wir haben das damals war der Leo, vielleicht kennt den einen oder anderen Leo vielleicht in unserem Team. Ja. Der hat eben die Homepage gemacht und das Ganze irgendwann auch angemeldet. Und deswegen DE, weil er war der Erste, der irgendwas angemeldet hat und erst später war das dann mit YouTube und so weiter. Und so. Deswegen haben wir es einheitlich gelassen, damit wir nicht überall anders heißen, sondern überall gleich heißen. Kannst du über kommende Projekte sprechen? Ah, shit. Was ist jetzt? Nicht schon wieder Giants Engine. Macht man jetzt fertig. Du hast einen Baum geküsst. Ich hab's auf Band. Ja, oh. Standbild. Was machst du heute bitte? Was mach ich? Nichts. Heute bin ich mal endlich aber richtig gescheit motiviert. Bei mir ist der Lelly Juno sehr fehlerhaft. Wenn ich locker angucke. Ich komm nicht einmal raus hier. Der Lelly, bei mir steht gar nichts drinnen. Lelly Juno, Arrow, Root Point 4 steht da drin. Oh, davor ist schlecht. Der Five war super, davor ist schlecht. Oh, davor. Also ich komme nicht einmal mehr raus. Das ist ja Wahnsinn. Interessant. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, und der vordere Teil war etwas länger. Machen wir den ein bisschen kürzer, ist schon wirklich. Ich komme nicht einmal raus, ich kann nichts machen. Die Kuh ist gerade durch den Stall gehüpft. Hätte ich mal gerne angeschaut, leider. Muss beim Werner anschauen. Ja. Kommende Projekte, weit? Wollen wir das nächste Mal drüber reden? Oder ja, wenn wir nächste Mal drüber. Ja, ist besser, ne? Gut. Ja. Ja, machen wir Minuten kürzer, es bringt nichts. Außer also, ich gern, Gott. Ich meine, das Bild schaut nicht so schlecht aus. Es ist wirklich ein wunderschöner Messe Ferguson. Warum manche die rote Felgefarbe nicht gefällt, verstehe ich nicht. Also, weißt du was, wir machen jetzt eine Challenge. Schreibt eine Farbe in die Kommentare und die Farbe, die am meisten Likes hat, der nimmt der Kamera und dann das nächste Mal. Ich fahre nicht mit rosa Felgen rum. Nein. Passt, Challenge accepted. Dann schick der ist sehr, sehr schief gehen. Da schreibt es gerne dazu, was ich machen muss, wenn ich die Challenge verliere. Na gut. Okay, passt. Ich habe angefangen, ich bringe es zu Ende. Wir sind fertig heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. In meinen Karten vorbeigucken. Richard da kann den Kanal. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder, richtig? Richtig. Richtig. Richtig, übermorgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.